Ja, Tag zusammen. Liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen, Kumpelaner und vor allen Dingen liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde, Glück auf und herzlich willkommen bei Potteinander. Und zwar reagiere ich heute auf ein altes Video vom Landschaftspark Duisburg-Nord, was für mich so der Top- oder Hotspot im Ruhrpott ist. Und da ich ja seit einiger Zeit nun immer wieder mit Kameras oder Fotoapparat unterwegs bin, dann zieht es mich auch immer wieder zu diesem ganz besonderen Ort der Industrie- und Kulturgeschichte. Und das ist nicht nur ein großer Abenteuerspielplatz, sondern auch noch ein ganz historischer Ort. Und jedes Mal, wenn ich da bin, entdecke ich immer wieder etwas Neues. Wenn ihr Bock habt, dann bleibt doch dran und schaut einfach mit mir das kleine Video vom Landschaftspark Duisburg-Nord. Und dann würde ich auch schon fast sagen, Film ab. So, mit Brille geht's besser. Und was fällt direkt auf? Das Intro fehlt. Ja, da sieht man auch noch ganz klar, da habe ich kein Schneideprogramm benutzt, sondern einfach das herkömmliche GoPro-Programm. Hört man auch an dieser wunderbaren Musik. Das geht weitestgehend ja automatisch und da kriegt man schon relativ schöne Effekte. Oh. Hallöchen, ja, hallo. Zusammen. Ich bin mal wieder unterwegs im größten Abenteuerspielplatz in Pott. Wo sollte anders sein? Im Landschaftspark Duisburg-Nord. Ja. Geile Mütze. Ich glaube, hier komme ich schon seit meinem 16. Lebensjahr hin. Richtig. Und es gibt irgendwie immer wieder Neues zu entdecken. Richtig. Und, ja, so auch hier. Genau. Wo bin ich denn da? Kunst. Also, großartig auch. Boah, guckt euch den Bart an, heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, ne? Räumarbeiten statt. Das Sommerkino wird gerade eben aufgebaut. Jo, da ist auch immer wieder was und los. Ansonsten lasse ich mich mal ein bisschen treiben, wenn ihr Lust habt. Ja, lassen wir uns treiben. Auf geht's. Genau, da kann man nämlich immer wieder durch die Anlagen laufen. Gibt es immer wieder kleine Kunstinstallationen da. Lichtkunst. Total geil eigentlich. Ich weiß gar nicht, welche Kamera ich dabei hatte. Ja, ich bin definitiv mal wieder total überwältigt. Und, bin ich ja immer. Man kann eigentlich nur erstaunt sein, Guerilla-Knitting, oder? Kultur hier so gut funktioniert und es ist einfach ein wunderschönes Farbenspiel mit dem satten Grün. Zum Glück hat es mal ein paar Minütchen geregnet. Ja, genau, darum geht es. Ne? Ansonsten ist alles noch relativ dürr. Die ganze Natur. Aber die Farben sind hier echt auch den Lebensraum zurückholt, ne, wenn man sie lässt. Das dunkle, rostbraun, ja, mit dem Grün. Vor allen Dingen, wann hat man da aufgehört am Stahlwerk, ne? Und dann noch Mitte 80er Jahre oder so, korrigiert mich mal. Aber, und seitdem? Von Kunst, ja, das ist der Knaller. Sag ich mal, überwiegt da die Natur? Guckt euch das mal an. Das harmoniert ja wirklich super gut. Ne? Das ja, ist natürlich nicht nur ein riesen Freizeit. Ist halt immer wieder ein Spaß. Gelände, ein Landschaftspark, der wirklich seinesgleichen ist. Hier durchzulaufen und einfach wieder mal Neues zu entdecken. Und ich bin wirklich erstaunt. Und der ist vor allem super vielseitig. Ne? Strom, Kunst, nach Kultur, den ganzen Jahren Sport, einfach auch nicht weniger wird. Kein Wunder. Veranstaltung, Gastronomie. Ja, das ist der absolute Knaller. Also ich würde sagen, dass der Landschaftspark für mich echt mein Hotspot ist. Aber da gibt es so viele. Ja, das ist natürlich unzählige Male abgelichtet, ne, von Fotografen, die so tolle Bilder machen. Na, ich knips ja nur, ne? Da rennst du mit deiner Handycam durch die Gegend und hältst einfach mal eben auf den Auslöser. Wenn du meinst, dass du was Schönes gesehen hast, ne? Ach, war herrlich. Ich weiß gar nicht, wann das war. Welche Jahreszeit, ja. Oder wann? In welchem Zeitraum?
Auf jeden Fall dunkle Wolken, wie immer. Bisschen Regen, aber da ich ja immer mit Shirt rumlaufe, würde ich mal sagen, war auf jeden Fall kein Herbst. Da, Lieblingsbild, geil. Also, obwohl der Landschaftspark ja schon fotografisch gesehen unzählige Male abgelichtet wurde. Ja, weil ich sag, da. Ja, und ich eigentlich auch für mich glaube, ich hätte hier schon jeden Winkel gesehen, ist es doch wirklich immer wieder spannend, dass man scheinbar jedes Mal aufs Neue ganz andere Wege geht und immer wieder neue Details entdeckt. Und ja, ich sag mal so, da reicht streckenweise auch vielleicht ein Lichtstrahl aus, der das Ganze... Ganz genau, das ist ja immer nur ein ganz kleiner Moment, wo man wieder durch einen anderen Lichteinfall dann wieder ein ganz anderes Motiv hat. Ne? Also momentan ist es weniger Sommer als mehr Herbst. Aber, seht euch den Bart an. Ich sag mal so, Kontraste. Wenn das mit der Maske nicht so verdammt scheiße wäre, ich nicht hätte wieder einen. Aber geht berufsbedingt ja auch nicht. Ja, guckt euch, ja, natürlich. Meist fotografiertes Test-Test-Test-Bild. Fotografiert, Test-Test. Weiß ich nicht. Emscher Promenade. Ja, grün, grün, grün. Und mit diesem dunkel Blau-Grau, da ist das ist Wahnsinnskontrast. Gerade die Möller-Bunker da gesehen, ne, das sind ganz wunderbare Prachtgärten jetzt. Ne? Ja, und einfach nur Landschaft, volle Pulle. Schönes Wolkenmuster auch. Naja, aber das ist in Pott so schön. Und da fragst du mich, was ist in Pott so schön? Genau. Kinders. Ist das nix? Hör mal, das ist es doch. Genau das. Ja. Geil. Ach, musikalisch passt das ja, ne? Ja, und natürlich muss ja jedes Mal hoch auf dem Hochofen 5 gekraxelt werden, ne? Wie hoch sind wir denn da? 45, 50, 60 Meter irgendwie im Dreh? Heimatliebe, genau, ganz groß. Hier, so. Geil. Hat für mich was Magisches, ne? Ja, Freunde, eine Liebeserklärung. Wer kann dazu schon Nein sagen? Also, schöner kann eine Liebeserklärung am Pott überhaupt nicht aussehen. Ja, die Windgeräusche. So genau so. Ach, jetzt bohrt hier auch noch einer. Hochofen 5 ist erklommen und zur Belohnung gibt es natürlich standesgemäß eine Currywurst-Pommes. Currywurst-Pommes, ja. Da fragen noch tatsächlich zwei Besucherinnen eine Pommes-Kugel vor mir, wie man jetzt richtig eine Currywurst bestellt. Ah, jetzt bohrt hier noch. Ja, das ist live, ne? Wohnst in einer Mietskaserne und irgendeiner ist ja immer am Wullacken, ey. Boah, und gleich scheldet auch noch an der Tür und da kriegst du ein Paket. Mann. Ihr habt da mitgekriegt, ey. Kinders, wisst ihr was? Ich frage mich gerade wirklich, warum machen wir das eigentlich? Genau, warum machen wir das? Warum latschen wir auf alten Industriebrachen vor alten, ja weiß ich nicht, Kulissen herum von längst vergangenen Zeiten? Wir schwelgen immer noch in Nostalgie und wir suhlen uns in Zechenromantik. Ich weiß nicht, ob das ist. Nee, Spaß beiseite. Weil einfach Spaß macht. Genau. Also, was gibt es dazu zu sagen? Ist natürlich Blödsinn. Geile Mütze auch wieder. Weil wir einfach können. Potteinander, der Heimatblog aus Essen. Ja, potteinander.de. Hashtag potteinander. Ende. Da kommt auch schon wieder ein anderer Film. Von Borko, machen wir mal aus. Jo, das war das. Kurz, knapp und ja, voller Ruhrgebietsliebe. Da schlägt bei mir einfach das Pottherz höher. Wenn ich das sehe, da kriege ich Pipi in den Augen. Jo, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie lange das ist, über ein Jahr oder was her, keine Ahnung. Sieht man ja, riesen Matte noch im Gesicht gehabt. Da war die Welt noch schön in Ordnung. Ja, ich war jetzt längere Zeit schon nicht mehr da im Lappadu. Ja, wenn man jetzt so filmisch sieht, was so dazwischen lag, ne? Da hast du jetzt Windgeräusche und keine Ahnung was. Jetzt hast du so viele Gadgets mittlerweile und legst dann Wert auf Ton oder ruckelfreies Bild und was weiß der Kuckuck. Es ist ein schönes Hobby, ich habe da richtig Böcke drauf und
wenn man da einen schönen Austausch hat, dann kann man vielleicht noch ein paar andere mit ins Boot holen, die diese Leidenschaft teilen. Und es gibt so wunderschöne, geile Orte einfach im, nicht nur im Ruhrpott, sondern in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, überall. Das ist einfach herrlich. Und ja, ich kann jeden verstehen, der einfach seine Region uns ein Stück weit oder mir dann ein Stück weit näher bringen will und voller Leidenschaft brennt. Ja, das war geil, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann hier Daumen hoch, Abo dalassen und falls ihr eine Idee habt, ja, wo ich mal hin könnte, was auch noch schön ist, schickt mich hin, schreibt es in die Kommentare und vielleicht sehen wir uns ja auch noch bald wieder beim nächsten Pod React Video. Also bis dann, macht's gut. Ciao und vor allen Dingen Glück auf.